Ja, Leute, das war mein ganzer Plan, hier jetzt eine fette Energiespeicherzelle hinzubauen. Herzlich willkommen zurück zu Nuvus. Und wir haben gerade wieder einen mega kurzen Lag gehabt, aber ist okay, okay, die Query arbeitet hier immer noch. Ist alles voll oder was? Oha, heftig. Oha, heftig. Ups. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich das letzte Mal eben eine kleinere Fläche hatte. Naja, gut. Dann sind uns wahrscheinlich ein paar Diamanten flöten gegangen. Ich werde mal ganz fix einfach hier ein bisschen Koppel weg machen. Oh oh. Und ja, ich möchte ja in dieser Folge ein bisschen mit dem Hausbau beginnen. Und daher erstmal den Koppel hier weg. So ein bisschen einfach, dass jetzt hier wieder ein bisschen Platz ist, falls da noch Dias kommen sollten, ne? So. Genau. Was haben wir denn jetzt da alles drin? Magnesium. Okay, braucht jetzt eigentlich keiner so wirklich. Das hier braucht auch keiner. Dandelion. Was will ich denn damit? Tschüss. Braucht hier überhaupt keiner. Tschüss, tschüss. Pumpkin Seeds. Ah, nee, brauchen wir auch nicht. So, wir gucken einmal kurz rein. Wir haben hier Gold, wir haben hier Eisen. Was ich damit machen kann, weiß ich noch nicht, aber ich nehme es mal mit. Lapis nehme ich mal mit. Die Kohle hier nehme ich mal mit. Lidohr nehme ich mit. Lithium nehme ich mal mit. Magnesium, gut. Nuklearkraft. Ich weiß nicht, ob ich damals da irgendwas mitmachen werde. Das nehmen wir mal mit. Das lassen wir. Tungsten lassen wir mal. Ferris Ore nehme ich mal mit. Und ja, gut. Was ist hier noch irgendwas mega wertvoll? Okay, warte mal. Wir tauschen mal das aus zusammen mit den Pumpkin Seeds. Packen wir einfach mal hier rein. Ja, Alter, ich habe so viel Stuff jetzt, ne? Ich habe eigentlich gedacht, ja, gut. Warte mal, was sagt mein Jetpack? Oh, es ist leer. Es ist so gut wie leer, Leute. Sonst hätte ich gesagt, gehen wir jetzt noch da unten rein und klotzen, ob es da irgendwie unten Diamanten gibt oder so. Aber gut, die Gravy soll jetzt einfach mal fix weiterarbeiten. Hab damit echt nicht gerechnet, dass die so schnell krass voll wird, ne? Ja, gut. Wir porten uns zurück zu Teleport. Und wir sind zurück auf unserem Grundstück. Yay. Ich möchte in der heutigen Folge mit dem Hausbau, also so Umrisse, anfangen auf jeden Fall. Weil ich da schon mir einige Gedanken dazu gemacht habe, wie ich das ungefähr haben möchte. Hi. Oh, gucken, ob hier irgendwo ein Creeper ist oder so. Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Also von daher alles in Ordnung. So. Genau, wir haben den ja abgeschlossen, also hier das Kabel weggemacht, wo ich es hingemacht habe. Kann ich euch nicht sagen, ist mir selber gerade ein Rätsel, aber okay. Ich bräuchte ganz, guck mal hier in die Kiste, das ist mega nice. Ich brauche einfach ganz fix irgendwas, entweder einfach nur Koppel, ja, wir nehmen einfach mal nur Koppel, so. Und zwar möchte ich die Umrisse meines Hauses machen. Und ist da noch eine Spinne? Hallo, es ist Tag. Du hast verpennt. Es ist Tag, meine Gute. So, und zwar möchte ich gerne, ich meine, ich kann ja hier ein bisschen außerhalb bauen. Es ist ja nicht so mega schlimm. Aber ich möchte gerne dieses Abteil hier, sage ich mal, sozusagen als eine Art Wintergarten machen. Also soll das Ganze dann im Prinzip, also das hier hauen wir mal weg. Und machen als Umriss. Ich möchte das in eine Glaskuppel oder in einen Glasabteil eben einsperren, den Harvester. Von daher möchte ich gerne, dass das Ganze bis nach aus, also sagen wir einfach hier, beginnt diese Glaskuppel. So, und dann kann man hier schön eben dem Ganzen beim Wachsen zugucken. Wir machen das einfach hier mal so zwei nach außen und dann jetzt hier rein. So, den Rest können wir dann für was weiß ich benutzen. Aber ich möchte gerne, dass jetzt hier das dann eben gemacht wird und das dann zum Haus dazugehört. Also ungefähr bis hierhin, genau. So, und das hier soll eben diese besagte Kuppel werden.
Und ab, ja, hier ungefähr eben eine Art Trennung. Also hier müssen wir das dann entweder so lassen oder das Ganze dann ein bisschen umbauen, zum Beispiel das ME-System ein bisschen umsetzen, ne? Und dann, ja, können wir das, oder wir bauen hier so eine Art Wand, dass wir Zugriff auf die wichtigsten Teile haben. Also indem man das einfach vielleicht so macht, weil bis hierhin wachsen ja die Bäume, dass man es einfach so macht und dann so eine Art Wand hier baut und das wird dann eingebaut und so. Und ja, dann würde ich gerne einfach hier nochmal so einen Außengarten haben. Hier, so, so und so. So, also mein Haus wird sich in diese Richtung hier ziehen. Und hier möchte ich dann in diesem Part hier den Botania-Teil haben. Das können wir dann easy umpflanzen oder umbauen von da hinten her. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so, wie ich das Haus haben möchte. So, also ich habe ja schon eigentlich ein recht großes Grundstück, habe ich das Gefühl. Bis hierhin. Es soll ja aber alles nicht so, ja, wie soll ich sagen. Warte mal, hier können wir es einfach mal abgerundet machen, indem wir das dann so machen. Nee, so. Dann, warte. Zack und zack. Und dann hier versetzt, obwohl, komm, wir lassen das mal. Obwohl, warte. Wir machen das da mal weg. So. So. Und dann ist hier eben. Da. So. Dann haben wir ein relativ großes Haus auf jeden Fall. Für den Anfang. So. Bis hier hin. Und hier ist dann eben der Eingang. Und ja, es muss dann halt alles schön irgendwie verpackt werden. Warte mal. Habe ich irgendwo noch Koppel, ein paar Stacks Koppel oder so, damit ich es hier abschließen kann. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe so für den nächsten Livestream. Was genau alles eben Haus wird und was nicht. So, einfach hier. Zack, zack und zack, zack. So. Bis hierhin und dann wird das Ganze so sein. Wobei wir dann hier auch. Oh Mann. So und so. So, so eine Ecke hier rein machen können, weil es einfach besser aussieht, wenn man hier so kein eckiges Haus macht, sondern auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, abgerundet oder so. Also wenn man es so macht, dann bin ich durchaus zufrieden, das eben auch bis hierhin. Und dann kommt hier eben der Wintergarten, warte mal, aber das sieht blöd aus, warte mal, dann machen wir das doch einfach so, so zack, 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 zack. Zack. Und dann hier. Aha. Ich habe einen Plan, so wie ich es ungefähr haben möchte. So. Und hier können wir tatsächlich einfach mal bis ans Ende bauen. So. Und dann ist hier bis hier das Haus. So. So. Genau. Das ist, was ich möchte. So. Okay. Gut. Ich hole mal ganz kurz. Also wir haben da ziemlich viel vor. Ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen. Also so groß soll das Haus werden. Und das da der Garten, ne? Ich denke, es ist durchaus ersichtlich, wie ich das ungefähr machen möchte. Aber ich weiß nicht, wie ich es dann mit dem Dach anstellen soll und alles. Ich habe das Eisen hier gar nicht reingemacht. Fällt mir gerade auf. So. Funktioniert alles mit dem Macerator sehr schön. Alter, ich habe so viele, krass viele Sachen, ey. Das ist heftig. So, was ich jetzt allerdings machen möchte, ist ja hier unten, ne? Ihr habt ja schon bemerkt, dass wir hier übel viele Sachen haben. Und zwar Basic Capital. Nach denen muss ich suchen. Warte mal. Basic Capital. Genau, die hier möchte ich machen. Dazu brauche ich einfach Copper Ore. Copper, Gold und warte. Und Redstone. Das haben wir alles an Genüge hier. Ich nehme mal einfach hier was raus. Das nehmen wir raus, weil wir es auch brauchen. Und das Gold nehmen wir. Und packen wir mal das Lapis einfach hier rein, weil wir es gerade überhaupt nicht brauchen. Ne? Ja, ich glaube, das müsste schon an sich reichen. Ne? Wir machen jetzt erstmal hier die dieses hier. So, zack. Und damit einfach Platz im Inventar herrscht. So.
Die brauchen wir nämlich auch dann. Und jetzt müssen wir kurz überlegen. Zack, zack, zack. Und zack, zack. Und das hier in die Mitte ist das hier. Genau. So was wollte ich natürlich machen. So, so. Und zack, 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 zack. Und das hier hin. Sehr geil. Okay, dann machen wir nochmal so einfach. Zack, zack. So, teilen wir das einfach, machen das hier auch so und so und so und so. Und da machen wir einfach mal ein bisschen was rein. Jetzt habe ich 1, 2, so, ist 1 davon, 1, 2, 3, 4. So, okay, passt, 1, 2, 3, oh, verdammt, okay. Müssen wir schnell rausnehmen, zack, zack, zack und zack, zack. Und für 1 reicht es nochmal, so, so, so und das hier rein. So, sehr schön, haben wir. Dann gehen wir hin und machen einmal diese Eisengitter. Obwohl habe ich da noch welche drin. Ah, egal, passt so. Das war einmal das, 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 das. So, 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 so. Und, oh, okay, nee, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verrechnet. Oh, oh, egal, ist nicht schlimm. Packen wir es einfach mit dazu. Und in die Mitte kommt das hier. So. Fuck, was habe ich falsch gemacht? Muss das getauscht werden? Hä? Oh. Hä? Ach, was? Och Gott, ich habe was ganz anderes im Kopf gehabt. Es war ja irgendwie klar, dass ich irgendwas falsch mache. Egal, 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 egal. So, zack, zack. Haben wir einen. Und den machen wir dahin. Dann haben wir zwei. Genau, das war der Plan. So. Und den Rest machen wir mal hier fleißig in die Kiste. Und dann machen wir das hier nämlich unten hin zum Output, damit ich jetzt mehr Speicherzellen habe und mehr Platz. So. Denn die Generatoren und alles, die sind einfach schon viel zu überfüllt. So, jetzt machen wir hier hinten dran einfach direkt das Ganze. So, genau. Jetzt kommt hier dieses Teil mal hin. Und jetzt machen wir Rechtsklick drauf. Okay, wird, ja geil, okay, muss ich gar nichts einstellen oder so, wird einfach direkt aufgefüllt, mega, mega geil. Die Segmente können wir bei Bedarf dann auch woanders hinstellen, wobei ich das jetzt nicht so schlimm finde, wenn die erstmal hier drin ist. So, okay, und das können wir auch direkt hier anschließen, Leute. Und das Ganze hier füllt sich sehr schön wunderbar auf, gut, da wird nämlich dann die überschüssige Energie, die keiner braucht. Hier, guck mal, die Generatoren sind hier auf Hochtouren auf jeden Fall. Die machen jetzt hier wieder diese Zelle voll, wie ihr sehen könnt. Und es ist echt sehr, sehr nice. Mega heftig. Wie schön voll das wird. Es ist echt, echt gelungen hier, was ich mir hier gebaut habe. So. Und hier, warte mal, die Bedbox ist sowieso dauervoll. Das ist der Hammer. Und es freut mich echt, dass es so gut funktioniert hat. So. Habe ich denn jetzt hier noch, kommt da jetzt gerade noch Gold rein? Warte mal, was haben wir denn da oben noch drin? Ja gut, 27 Gold, das wird sich dann wieder auffüllen. Okay, dann können wir hier wieder das reinpacken einfach mal, damit hier einfach Platz ist. Ich weiß ja, mit dem ME-System ist so eine Sache, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Platz davon irgendetwas ist, deswegen packe ich jetzt einfach mal, ich werfe einfach mal das Zeug hier rein, was ich gar nicht brauche, einfach mal rein mit, so, 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 und so, okay. Ich weiß nicht, wie viel da reinpasst gerade, aber es ist eine, okay, es passt nicht mehr so viel rein, alles klar, aber ist für mich in Ordnung, von daher, gut. So, das nehmen wir mal fix mit nochmal. Dann können wir noch eine dritte davon, eine vierte davon machen. Warte mal, hier muss ich gucken. So, zack. Nehmen wir das Redstone auf jeden Fall mit. Copper habe ich jetzt mitgenommen. Eisen 1, 2, 3, 4. Dann passt es wieder. So. Und 1, 2, 3, 4. Das da hier, das da da, das da hier. So, und dann kommt das nämlich alles. Zack, 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 zack. Und das hier hin. So. Und der Redstone-Block dahin. So. Und jetzt haben wir wieder dasselbe. Sehr, sehr schön. Da können wir nämlich Unmengen an Energie speichern. Dann muss ich halt noch gucken, dass ich das RedNet-Cable wieder an den Harvester anschließe. Nicht, dass der Harvester gar nichts mehr produziert. Oder gar nichts mehr macht. So. Ich brauche kurz hier wieder Platz.
Ja, Leute, das war mein ganzer Plan, hier jetzt eine fette Energiespeicherzelle hinzubauen. Und das ist mir auch gelungen. Guckt euch das mal an hier. Es füllt sich hier richtig schön. Und jetzt haben wir auch hier direkt einfach 4 Millionen RF passt hier rein. Die Generatoren hier produzieren fleißig und ja, sehr, sehr geil. So, okay. Wo habe ich denn das ganze Zeug? Das RedNet-Cable habe ich hier. Sehr geil. Okay, wupp, kommt direkt jetzt wieder an den Harvester dran. So, zack. So, der macht wieder seinen Job. Und hier, okay. Die Sache ist jetzt, was mache ich mit dem ganzen Zeug hier? Soll ich da vielleicht dran gehen? Und bei Bedarf, warte mal, was ist, wenn ich das mache? Was passiert dann? Ich habe doch hier diese Pipes hier. Void Transport Pipe, ne? Wenn ich die da dran mache, werden dann Items zerstört. Und muss ich die irgendwie powern? Ups. Und was ist das von Destroys Item? Ja, soll mal Items hier bitte zerstören. Ach man, es regnet. Ich gehe mal fix pennen. Wisst ihr, weil so viel Rubber brauche ich einfach absolut überhaupt gar nicht. So. Ja, Enderman. Okay. So. Alles klar. Okay. Jetzt weiß ich auch nicht, aus welchem Material soll ich das Ganze bauen. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Okay, jetzt hier wieder alles gefällt und so. Und mega, mega gut hier auf jeden Fall. Und hier alles voll. Das macht mich happy, wenn ich das hier sehe. Wie das alles hier blendend funktioniert. Hammer. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer. So. Den Sand, Leute, packe ich einfach mal ganz dreist jetzt in den Electric Furnace da rein, so. Dann muss der Rest nämlich warten, warte mal. Ja gut, Mist, okay. Soll ich es einfach mal machen, so, und brennen, genau. Und dann kann ich das gleich wieder hier reingeben. Ich mach's mal hier hin, so. Ich brauche jetzt nämlich dann auch ziemlich viel Glas. Und ich weiß nicht, aus welchem Holz ich das Ganze machen muss. Ich nehme dann einfach hier. Oh, was ist das da? Okay. Es ist so geil, wie das funktioniert. Es ist so hammer geil. So. Was ist da in dem Plan da alles drin? Oh, Alter. Leute, guckt euch das an. So heftig. Und hier sind wir jetzt fast bei 1,5. So, ihr seht hier, Energie wird en masse produziert. Und ja. Damit möchte ich alles betreiben. Ihr seht ja auch hier, das ME-System frisst alles. Gut. Wie mache ich denn nochmal diese Storage Cells? So, da brauche ich dieses Teil hier dazu. Und da brauche ich Certus Quartz. Und ich brauche Gold und Silikon einfach nur. Warte mal, was ist das hier? ME, warte mal, ich guck mal kurz, wie ich die denn upgrade. ME Storage Cells, genau, hier die größeren. Da brauche ich die hier dazu und da brauche ich, oh Gott, 4K-Komponente. 1K-Komponente, also eine 1K-Komponente. Oh Gott, oh, das ist ja Wahnsinn, wie viel ich dafür brauche. Aber ich denke, ich werde es so machen, dass ich mir die ganzen Rohstoffe organisiere, hier reinpacke und dann automatisch zusammencrafte. Das wäre eigentlich auch relativ simpel, wenn man das so machen würde. Und dann gucke ich mal, ob ich das halt noch woanders hinbaue dann im Haus. Dürfte eigentlich dann auch kein Problem werden. Und jo, Leute, wenn euch diese Folge hier gefallen hat, würde ich mir über einen Daumen nach oben freuen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen chillig das Ganze gemacht. Und bin jetzt mal gespannt, wohin das Ganze hier führt. Und ich werde ein bisschen davon entfernen. So. Das mache ich jetzt dann noch kurz bevor die Folge endet. Einfach, ich stelle mich hier hoch. Und mache folgendes. So, zack und zack. So, alles auf einmal weggeworfen. Sehr nice. Gut, so funktioniert es, weil so viel brauche ich halt doch nicht von den ganzen Zeugen. So.
Und ja, wie gesagt, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Haut da rein und tschüss.